der Liebe mit einem Kreuz auf der Brust. Und, und wir haben ein fabelhaftes Duo zu Gast. Cherdan Shakiri und Granit Xhaka. Namen wie in Stein gemeißelt. Zwei dicke Freunde aus der Schweiz. Nach erfolgreicher WM-Qualifikation nehmen sie Kurs auf Brasilien. Schrille Typen, Hip-Hop-Fans. Shakiri, Bayerns kleiner Zauberwürfel, schnell, dribbelstark, torgefährlich. Super. Xhaka rufen die Borussia-Fans. Tore schießen soll er ab und zu und der große Stratege vor der Abwehr sein. Ich spiele Intelligenz, das ist das Wichtigste für mich. Einer mit beneidenswertem Oberkörper und einer, der an Cristiano Ronaldo erinnert. Zu Gast im Sportstudio. Zwei Schweizer, die viel gemeinsam haben, die lange kennen, die mit Sicherheit auch viel zu erzählen haben. Aber dazu holen wir einen Mann, der heute verletzungsbedingt gefehlt hat, sich das Spiel zu Hause vom Sofa angeschaut hat. Und er bringt seinen Best Buddy gleich mit. Die beiden kennen sich seit Kindheit. Sie haben Karrieren, die fast parallel verlaufen. Die Wurzeln liegen jeweils im Kosovo. Sie sind beides Schweizer Nationalspieler, kamen vom FC Basel. Und heute spielt der eine für Borussia Mönchengladbach und der andere für den FC Bayern München. Herzlich willkommen, Granit Xhaka und Cherdan Shakiri. Das ist Ihr Applaus. Und ich bin mir sicher, dieser Applaus, der gilt auch noch ein bisschen für die WM-Qualifikation. Herzlichen Glückwunsch. Danke, die Schweiz danke. Ist dabei. Und Cherdan hat sich beim entscheidenden WM-Qualifikationsspiel in Albanien einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Wie geht's? Ist alles in Ordnung? Ja, ist schon langsam wieder verheilt. Nicht ganz, aber ich bin auf dem guten Weg dazu und kann schon Fahrrad fahren und das ist das Wichtigste. Und heute Nachmittag haben Sie daheim auf dem Sofa gesessen und haben sich das Spiel angeschaut. Ist das einfach, so ein Spiel zu sehen oder möchte man nicht eigentlich sofort immer mitmachen? Ja, ich wäre natürlich am liebsten auf dem Platz gestanden und der Mannschaft geholfen, aber leider habe ich mir die Verletzung angezogen und so war ich natürlich auch froh, dass wir heute das Spiel gewonnen haben. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Granit hat heute Nachmittag gespielt und ich vermute mal, er hat sich schon den ganzen Tag darauf gefreut, dass er seinen alten Kumpel Cherdan heute Abend wieder trifft. Denn so oft sehen sie sich gar nicht mehr. Absolut, ich denke, es war ein wichtiger Sieg für uns, mal auswärts wieder 3 Punkte zu holen. Und ja, es freut mich wieder, Cherdan zu sehen. Wir haben natürlich per SMS, Telefon noch Kontakte, aber sehen uns leider nicht so oft. Aber man sieht es halt jetzt immer wieder im Nationalteam und jetzt auch privat. Und es ist immer schön, wenn man einen alten Kumpel wieder sieht. Und in der Liga ja auch hin und wieder. Also, Sie kennen sich lange, Sie haben viele Gemeinsamkeiten und wir werden gleich auch ausführlich darüber sprechen. Cherdan, Sie haben das Spiel heute zu Hause verfolgt und ich habe dann später gelesen, ein bisschen auch im Internet, da war von einem Würgesieg die Rede, das war so die Schlagzeile. Gehören solche Spiele dann am Ende aber auch zu einer erfolgreichen Saison? Ja klar, ich finde voll, das ist so. Also klar, sind natürlich alle natürlich daran gewöhnt, dass wir immer jede Spiele gewinnen, auch in München zum Beispiel. Wenn wir vielleicht nur einzeln gewinnen, dass vielleicht die Leute nicht zufrieden sind. Also ich finde, dass im Moment, was wir leisten, ist wirklich wichtig, dass wir die Spiele gewinnen. Und da muss es nicht immer den schönsten Fußball zeigen. Und so war das sicher auch heute ein Arbeitssieg gewesen. Und wichtig ist, dass man die Spiele gewinnt. Und wichtig ist auch, dass man am Schluss dann diese Titel gewinnt. Und am Schluss kommt es dann auch darauf an, dass man die wichtigen Spiele auch gewinnt und heute war das sicher auch eines davon. Wichtiger Bestandteil des Gladbacher Erfolgs ist eine mittlerweile sehr gelungene Balance zwischen Offensive und Defensive. Der Schweizer Granit Xhaka spielt im Mittelfeldzentrum längst eine wichtige Rolle in Favres Konzeptfußball. Er fängt an, das Spiel zu machen. Er hat die Spielintelligenz. Das ist das Wichtigste für mich. Das ist das Wichtigste. Spielintelligenz. Kannst du viel damit machen. Ein rundum gelungener Arbeitstag am persönlichen Festtag des Trainers. Max Kruses Geschenke entlocken dem Jubilar heute außergewöhnliche Gesten.
Lucien Favre heute glücksbeseelt, stand noch ganz lange allein in der Kurve, hat sich bei den Fans bedankt an seinem Geburtstag. Granit Xhaka, also erster Auswärtssieg der Saison. Erstmal Glückwunsch dazu, aber warum hat es so lange gedauert? Ja, danke schön erstmals. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben natürlich mit Leverkusen und Bayern eine von den besten Bundesliga-Mannschaften auswärts gehabt. Haben eigentlich immer auswärts sehr gut gespielt, aber nichts mitgenommen. Und heute war es natürlich ein super Spiel von uns. Natürlich auch ein kleines Geschenk für den Trainer. Und ja, es freut uns natürlich, dass wir jetzt auch mal auswärts gepunktet haben. Und müssen jetzt nächste Woche natürlich auch nachlegen. Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka, hier sitzen zwei, ja, sehr junge Fußballprofis, die trotz ihres jungen Alters schon eine sehr erstaunliche Geschichte mitbringen. Und die erzählt uns jetzt Andreas Körten. Freunde, die von Statur kaum unterschiedlicher sein könnten. Das 1,69 Meter kleine, quirlige Kraftpaket Xherdan Shaqiri und der 1,85 Meter hochgewachsene Granit Xhaka, der nicht nur in Sachen Schusstechnik an sein Vorbild Cristiano Ronaldo erinnert. Ihre Wege beginnen parallel. Im Kosovo haben beide familiäre Wurzeln. Politische Wirren erleben sie nicht unmittelbar. Beide leben schon als Baby mit den geflüchteten Eltern in der Schweiz. Früh dreht sich fast alles um Fußball bei Shaqiri und Xhaka. Beim FC Basel kreuzen sich die Wege unter den Trainern Thorsten Fink und Heiko Vogel. 2012 feiert Shaqiri im Alter von 21 Jahren bereits seine dritte Meisterschaft. Für Xhaka ist es die zweite mit 20. In der Champions League wird Manchester United bezwungen. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Vor allem Shaqiri ist in der Schweiz zum Superstar gereift. Hulk nennen sie ihn. Er wirkt durchtrainiert und der eine oder andere Muskel ist auch durchs Trikot zu erkennen. Wir steigen aus dem Bus aus und dann kommen die kleinen Girlies und schreien Shaqiri, Shaqiri, Shaqiri. Erfolge auch unter Ottmar Hitzfeld in der Nationalmannschaft. Shaqiris 1:0 in Albanien sichert die WM-Teilnahme 2014. Er hat unglaublichen Instinkt, er hat eine fantastische Technik, guten Abschluss. Und ist ein Spieler, auf den man sich immer verlassen kann. Xhakas herrlicher Treffer gegen Slowenien, Sinnbild für eine selbstbewusste junge Mannschaft, in der viele Spieler albanische Wurzeln haben. Xhaka ist ein guter Organisator der Mannschaft, des Mannschaftsspiels und für uns auch in der Nationalmannschaft in jungen Jahren ein Leistungsträger. 2012 holen die Bayern Zauberzwerg Shaqiri nach München. An Effektivität ist er kaum zu übertreffen. Schnell, dribbelstark, torgefährlich. 10 Treffer, 15 Assists in 51 Pflichtspielen. Shaqiri hat inzwischen 10 Vereinstitel und ist weit mehr als ein Reservist. Er ist ein sehr wichtiger und wertvoller Spieler für uns und verhält sich stets korrekt. Und ja, wir können nur in höchsten Tönen von ihm sprechen. Jetzt dieser Moment natürlich ein bisschen traurig für ihn, ist zwar letzt, aber kam bald. Und wenn er ist auf dem Platz, jedes Mal hat die Spieler auf dem Platz auch, er hat sehr gut gemacht und das ist super. Xhaka wird 2012 ein Borusse. Ein sehenswerter Bundesliga-Treffer glückt ihm. Tore schießen ist aber nicht die vornehmliche Aufgabe des selbstbewussten 21-Jährigen. Defensiver orientiert als in der Nationalmannschaft soll er zum Strategen vor der Abwehr reifen. Es war nötig, ihm ein paar Sachen zu korrigieren. Er hat gelernt. Und nächster Schritt ist, nach vorne ein wenig mehr Impuls zu geben. Innerlich ist er ein sehr angenehmer junger Mann. Und mit allen Kanten und Facetten natürlich, aber ich glaube, das ist im Fußballgeschäft auch ganz gut so. An den Kanten arbeitet Granit Xhaka noch, wenn er nicht gerade Peniel Mlapa beim Kickern besiegt. Wahnsinn, das war was. Ja, Xherdan und Granit. Im Prinzip sind sie ja im Gleichschritt durchs Leben gelaufen, immer Seite an Seite. Und auf einmal ist der eine in Gladbach und der andere ist bei den Bayern. Fehlen sie sich? Ja, wir sehen uns ja relativ oft auch in der Nationalmannschaft, von dem her sehen wir uns eigentlich relativ oft. Von dem her ja, aber nicht mehr so ständig wie früher. Ja, das ist so. Aber so ist das halt das Fußballgeschäft heutzutage. Es trennen sich immer wieder Wege und so muss man natürlich sich auch neu orientieren. Und ich freue mich natürlich jedes Mal, ihn zu sehen, wenn wir wieder Nationalmannschaft haben. Ja, Ottmar Hitzfeld hat Sie dorthin geholt ins Nationalteam und die Qualifikation für die EM hatten Sie noch verpasst. Jetzt aber nach souveräner Leistung geht's nach Brasilien. Können Sie in Worte fassen, was der Mannschaft innerhalb von 2 Jahren diesen Schub gegeben hat? Granit.
Ja, natürlich, dass wir einen riesen Umbruch hatten. Aber der war ja vorher schon. Ja, in der Mitte von Qualifikation damals. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Mischung zwischen erfahrenen Spielern und jungen Spielern und natürlich auch einen Weltklassentrainer, der auch uns die Chance gibt, was zu zeigen. Und wir haben das Vertrauen von ihm und probieren auch in jedem Spiel ihm das Vertrauen zurückzugeben. Und ja, es freut uns natürlich, dass wir uns jetzt die Qualifikation geschafft haben in Brasilien. Aber es ist ein bisschen bitter, dass wir ab nächsten Sommer den Trainer nicht mehr haben. Ja, Ottmar Hitzfeld hört nach der WM auf. Es waren auch schon Nachfolger im Gespräch. Es gab aber auch schon Absagen, also Lucien Favre, Marcel Koller. Beschäftigen Sie sich überhaupt schon mit dem Gedanken oder liegt der Fokus jetzt erstmal ganz auf Brasilien? Ja, ich denke schon. Also ich, klar, will man unbedingt auch wissen, wer Trainer wird, aber so können wir das natürlich nicht, wir Spieler können da nichts beeinflussen. So entscheiden die Schweizer Delegierten, die entscheiden, wer Trainer wird. Und von dem her konzentrieren wir uns eigentlich schon eigentlich nur voll auf die WM und wollen natürlich auch im Hitzfeld natürlich auch einen tollen Abgang wünschen. Und so ist natürlich noch eine Weile her, bis die WM kommt, aber ja. Wir freuen uns natürlich alle sehr drauf. Vor der WM kommt ja erstmal die Auslosung. Am 6. Dezember wird das sein. Und Ottmar Hitzfeld sieht dem übrigens sehr gelassen entgegen. Ich bin ziemlich entspannt, denn man kann sich ja die Gegner nicht aussuchen. Wir nehmen, wie es kommt, sei es ein starker Gegner, dann ist es manchmal noch einfacher zu spielen, als wenn man angeblich schwächere Gegner hat. Also von daher spielt die Auslosung jetzt nicht die ganz große Rolle. Ja, und Granit Xhaka, dem ist es nämlich nicht egal, weil der hat ein ganz großes Vorbild, das ist Cristiano Ronaldo und er möchte unbedingt gegen Portugal spielen, stimmt das? Ja, unbedingt ist ein falsches Wort, aber ich denke, wir haben schon gegen mehrere Nationen gespielt und ich habe noch nie gegen Portugal gespielt und so bin ich auch ein Ronaldo-Fan und von dem her wünsche ich mir natürlich auch mal gegen ihn zu spielen. Er sieht ganz einfach im Fernsehen aus, wie er was macht und ja, ist mal was anderes, wenn man ihn auf dem Platz hat und live sieht. Also es ist eher sein fußballerisches Können als seine Optik, die Sie begeistert, weil Sie sehen ihm doch relativ ähnlich. Ja, wenn das ein Kompliment sein soll, dann Dankeschön. Nee, ich denke, er hat sicher eine Klasse für sich, auch was Fußball anbelangt. Und ja, man sieht, dass auch viele junge Frauen oder sonst die Frauen auf ihn stehen und ja, er sieht, glaube ich, auch nicht so schlecht aus und von dem her ist das ganz ja, okay. Also so viel Unterschied, wir sehen hier gerade ein sogenanntes Morphing zwischen Ihnen und Cristiano Ronaldo, so ein großer Unterschied ist da gar nicht. Wer ist denn eigentlich Ihr großes Idol, Shadan? Ja, ich habe schon immer den Lionel Messi bewundert. Aha. Und ja, auf weil den er natürlich Sie auch treffen. Auch, wie? Auf den könnten Sie auch treffen. Ja, gegen den haben wir schon gespielt einmal. Ja, aber bei der WM. Aha, bei der WM, ja. Ich würde lieber Deutschland in der Gruppe haben. Nein! Oder, ja. Gut, also dann müssen wir den 6. Dezember abwarten und dann natürlich Brasilien im nächsten Jahr. Jetzt hat sich die Schweizer mit dem 2:1 ausgerechnet in Albanien für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Und der Hype vor Ort, der muss enorm gewesen sein, was man so hört. Was haben Sie an Erinnerungen an diesen Ausflug nach Tirana? Ja, es war gar nicht so schlimm, wie alle das vermutet haben oder gesagt haben. Ich denke, in der Schweiz war es viel schlimmer. Da wurden wir ausgepfiffen. Ich glaube, von 17.000 Zuschauern waren 14.000 Albaner da. Und da wir viele Spieler im Nationalteam aus albanischen Wurzeln haben, ja, haben die uns ausgepfiffen. Aber in Tirana war es eigentlich ein guter Empfang bis zum Spiel. Und da haben sie uns wieder ein bisschen ausgepfiffen. Aber ich denke, das gehört auch dazu. Viele Leute wissen auch nicht den Grund, und die Gründe oder, aber ich will jetzt nicht darüber reden, sondern es hat Spaß gemacht, dass wir da gewonnen haben. Ja. Und wichtig war, dass wir uns qualifizieren für Brasilien. Das war unser Ziel. Und wer und wo und was ausgepfiffen wird, das war uns eigentlich egal.